countdown to the scientists. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leckerwissen. Heute hey, Simon! Simon, was machst du denn hier? Heute ist Pie Day! Heute ist Friday, Pie Day! Aber nicht No Pants Pie Day! Doch, No Pants Pie Day! Ey, du bist ja bescheuert, ey. Nimm mal ein Törtchen hier! Ja, danke für das Törtchen erstmal. Pie Day! This is a Törtchen. Törtchen is German for pie. The pie hey, Simon, wie ist der Film? Okay, ich übernehme das jetzt mal hier. Pi, nicht Pi. Pi, die Kreiszahl, gibt im Prinzip nichts anderes an als das Verhältnis von Umfang eines Kreises zu seinem Durchmesser. Ich zeig's mal. Simon, hol mal den Reifen. Hier bin ich schon. Dann lass uns doch mal jetzt den Umfang messen. Jetzt Metermaß legen. Einigermaßen gerade halten. 1,95 Meter. Okay, als zweites messen wir dann jetzt mal den Durchmesser. Mach das besser von oben nach unten. Ich halte hier oben fest. Hast du? Jo. So. 62 cm. Sehr gut. Okay, dann rechnen wir das jetzt mal aus, würde ich sagen, oder? Nur das. Ich mach's mal weg. Hier ein Stück Kreide. Wir hatten also, was war der Umfang denn? 195 cm. Und der Durchmesser? 62. Das können wir eigentlich im Kopf machen. Das müssten irgendwas 3,1451. Weiter komme ich jetzt auch nicht. 4, 5, 1. Ja. Ah ja, auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Irgendwie ist das Verhältnis tatsächlich Pi. Man hätte vielleicht vorher sagen sollen, dass die Zahl Pi, nämlich 3,14, jetzt kommt die erste Abweichung, 1,5 und so weiter ist. Schon ziemlich nah dran, ne? Dabei hängt das Verhältnis nicht von der Kreisgröße ab. Das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser ist also immer gleich, nämlich 3,1415. Natürlich kann es bei der Messung zur Abweichung kommen. Ein Freund von uns, so ein roter Freund, hatte sich auch noch ein Video dazu geschickt. Er wollte unbedingt einen Beitrag machen zum Pi Day. Und der hat nämlich Pi gemessen und zwar nicht über den Umfang, sondern über die Zeit. Hier, roll the tape. Ja, vielen Dank, Flash, für deinen tollen Beitrag. Hier ist ein Törtchen, bitte. Ich stell's dir mal hier hin. Ja, wir haben also jetzt begriffen, dass die Zahl Pi das Verhältnis ist vom Umfang zum Durchmesser des Kreises und das bei jedem Kreis, egal wie groß er ist. Die einzige Frage, die jetzt noch verbleibt, ist, warum ist denn genau heute am Freitag, den 14. März, Pi-Tag? Ja, heute ist halt der 14.3. 14. Genau, und auf der amerikanischen Schriftweise, die vertauschen Monat und Tag, dann sieht das so aus. Und jetzt schaut euch mal die ersten Ziffern an. 3, 1, 4. Und nächstes Jahr
2015 haben wir sogar die ersten fünf Ziffern. Von Pi. Von Pi. Also, einen schönen Pi Day noch euch allen. Esst viel Kuchen, erzählt allen Leuten, wie das funktioniert mit dem Umfang und dem Durchmesser. Und bis im nächsten Jahr. Auf Wiedersehen. Ciao Flash, auch du. Komm, wir gehen die Treppe runter, oder? Ja, wir gehen die Treppe runter. Wo ist die Treppe runter da? 3, 2, 1. This is a Törtchen. Törtchen is English. Törtchen is German for pie. Okay, läuft? Ja. This is a pie. Quatsch. Törtchen. Na, das lass ruhig. Ich übernehme das jetzt mal hier. Pie. Nicht. Nicht Pi. Die Kreiszahl gibt im Prinzip nichts anderes an als das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser eines Kreises. Ja, ist gut. War witzig mit dem Ende.